Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus der ZS Gloss Factory. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben dieses Mal wirklich was Besonderes da. Also nicht jetzt vom Auto an sich, sondern einfach die Rahmenbedingungen, die jetzt hier in diesem Vlog gezeigt werden. Und zwar ist es ein Audi S4 B8. Fahrzeug ist an sich vom Alter her noch gar nicht so alt. Also ich weiß jetzt gar nicht, was für Baujahr das ist. Das ist eine B8-Serie, also nicht so mega alt. Und hat knapp 90.000 Kilometer runter. Es ist so, dass der Wagen schon mal bei mir da war vor ein paar Wochen. Ich mir den angeschaut habe, mit dem Kunden gesprochen habe, was können wir machen, was können wir tun. Und damals bin ich schon ein bisschen erschrocken gewesen vom Zustand des Audi und habe dann auch beim Kunden mal, mal die Heckklappe probiert, einen Teil davon, um einfach zu schauen, was können wir hier retten, was können wir nicht mehr retten. Und also ihr seht schon, wo die Reise jetzt hingehen wird. Wir haben hier einfach einen massiv toten Lack, so muss man das einfach so sagen. Also jetzt vielleicht die Leute, die Audi cool finden und auch den S4 cool finden und da jetzt schwache Nerven haben, lackmäßig, da bitte jetzt wegklicken. Ich zeige euch mal, wie der Wagen aussieht. Wie man sieht, ist einfach hier wirklich der Zustand. Also ich habe sowas auch in den 6 Jahren, wo ich es jetzt mache, auch echt noch nicht gehabt. Also wir hatten schon viele Fahrzeuge, die wirklich schlecht vom Zustand waren, wo wir wirklich, wie soll ich sagen, ein paar tiefere Sachen drin hatten, wo wir einfach verswirlte Lacke hatten, aber der ist wirklich, ja, eigentlich am Ende, muss man einfach so knallhart sagen. Also wir haben hier tiefe Kratzer, wir haben hier dieser Rotton, was in dem Auto drin ist, ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Es ist eigentlich mehr so ein mattrot, also wirklich grau, und also da sind so viele Swirls drin, dass man wirklich sogar am normalen Deckenlicht oder draußen wirklich nur noch grau sieht. Also sowas habe ich echt noch nicht gehabt. Wir haben hier teilweise so richtig tiefe so Rits drin, also richtig so richtige kleine Krater, die da drin sind, tiefe Kratzer. Und auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schade, weil das Auto an sich finde ich cool. Ist ein schönes Auto. Hat auch ein bisschen tiefer, hat ein Gewindefahrwerk, glaube ich, drin von KW, was ich jetzt so gesehen habe auf den ersten Blick. Und an sich echt ein cooles Auto, ne? Und ja, der Lackzustand ist echt eine harte Nummer, muss man ganz ehrlich so sagen. Klar, wie gesagt, der Wagen hat 90.000 runter, gar keine Frage. Wir haben natürlich hier und da ein paar Steinschläge, die ausgebessert wurden, jetzt mal nicht so optimal. Wir haben hier an der Tür so 2-3 kleine an der Kante, wo ein bisschen was ausgebessert wurde, ist auch nicht optimal. Wir haben 2-3 größere Dellen drin. Gut, das ist alles okay, ne? Das muss man auch alles sagen. Wir haben hinten links auch noch so einen kleinen Seitenschaden, wo der Kunde auch das versucht hat, glaube ich, oder auch jemand anders, das ein bisschen auszubessern. Sieht jetzt auch nicht so, fällt jetzt nicht so mega auf, aber man sieht es natürlich trotzdem. Aber der Grundzustand dieses Wagens ist einfach katastrophal schlecht vom Lack her. Also das muss ich echt sagen. Jetzt kann man natürlich philosophieren, wie passiert sowas. Also ganz ehrlich gesagt, normale Waschanlage bringt man das nicht so hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube eher, dass da der Vorbesitzer mit irgendwas gewaschen, mit was auch immer, keine Ahnung, Glitzi, Schwamm, Stahlwolle, was weiß ich. Also auf jeden Fall habe ich ehrlich gesagt so einen extrem verranzten Lack, also von den Lackdefekten her. Also nicht, dass der ungepflegt ist, gar keine Frage. Also das ist okay, auch innen und so weiter, ne? Aber einfach der reine Lackzustand ist einfach katastrophal schlecht. Das muss man immer so sagen. Ja, deswegen habe ich mir jetzt hier für den Wagen eine ganze Woche Zeit genommen. Werde auch nur dieses Fahrzeug jetzt diese Woche machen. Normalerweise habe ich immer so 2 Fahrzeuge in der Woche da. Der wird mich jetzt die ganze Woche beschäftigen. Habe jetzt mit dem Besitzer natürlich auch ein bisschen gesprochen, so abgewägt, was kann man machen, was macht Sinn. Und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, gemeinsam, dass wir auch aus dem Kosten-Nutzen-Verhältnis raus hier einen 3-stufigen Prozess machen werden. Und so ist jetzt einfach mal der Plan. Habe schon ein bisschen rumprobiert und habe, glaube ich, auch schon eine ganz gute Kombination gefunden. Die werde ich jetzt hier auf der Fahrradtür mal testen und werde mal hier einfach mal schauen, das Programm mal durchziehen mit drei Steps, und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, ob das was gebracht hat und wo der Weg hingeht hier bei dem Audi.
So, jetzt habe ich mal das komplette Polierprogramm einmal auf der halben Fahrertür mal durchgezogen. Ich habe ja gesagt, wir werden hier dreistufig polieren, den S4. Und habe ein bisschen rumprobiert. Ihr seht ja auch, mit was ich jetzt hier so ein bisschen gearbeitet habe. Also ich habe mir die Clear Cut hier von Carpomalt getestet, die Nordex Heavy Cut Politur, die neue. Hat es beides nicht so extrem gut funktioniert, muss ich sagen. Hat einfach zu wenig Cut in dem Fall. Und hier einmal die alte Mad Cut von Sonax, mit der wir auch jetzt das Ergebnis erzielt haben, was wir wollten. Also, was haben wir jetzt gemacht? Also im Prinzip zwei Durchgänge, Sonax Ultimate Cut auf dem Sonax Hybrid Pad, aber nicht auf der Exzenter, sondern auf der Router, wie ihr seht. Und das zweistufig und dann im dritten Step auch wieder auf der Router Perfect Finish auf mittelharten Pad. Führt dann zu folgendem Ergebnis. Also man sieht ja noch ein leichtes Hologramm, zwei, drei Stück. Da muss man einfach die Perfect Finish ein bisschen besser formen. Ja, mache ich dann auf jeden Fall. Aber man sieht hier schon, also der Lack ist wirklich, wirklich gut. Also da ist eigentlich nicht mehr wirklich was drinnen. Also ja, also wenn man sich dann auch noch hier die Ausgangslage anschaut, die einfach richtig, richtig übel ist. Also das ist einfach Wahnsinn. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hier mit den drei Stufen mehr als zufrieden. Also das ist schon echt richtig gut. Klar, bis ein bisschen besser finishen muss man die ganze Geschichte noch, aber das sieht sehr gut aus. Auch wenn man jetzt hier sich den Vergleich, oh Gott, zum Kotflügel wieder ansieht, sind wir da, denke ich, gut dabei. Ja, ich habe es ja schon gesagt, hat auf jeden Fall ein Lackmassaker gegeben hier am S4. Habe aber auf jeden Fall, denke ich, jetzt meine Kombination gefunden, mit der wir hier gut klarkommen sollten. Es gibt natürlich ein paar Bauteile, wo wir wirklich sagen müssen, da wird schwierig werden, so eine gute Lackkorrektur zu bekommen. Vor allem auf der Haube habe ich gesehen, ja, da haben wir einfach schon ein paar tiefere Dinger drin. Da müssen wir mal gucken, aber wir werden auf jeden Fall aus dem S4 sehr, 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 sehr viel rausbekommen, wirklich einen sehr guten Lackzustand generieren können. Immer unter der Devise, schaut euch den Lack jetzt, oder habt ihr eigentlich gerade gesehen, wie er jetzt aussieht. Es ist eigentlich mehr oder weniger tot, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist mattiert, der ist stumpf, der ist grau. Und da, glaube ich, kann man auf jeden Fall mit dieser Kombi gut was reißen. Und ja, ihr werdet mich jetzt ein bisschen begleiten bei den weiteren Polierarbeiten. Ist viel zu tun, wird viel Lack hier drauf gehen bei dem guten Herrn, aber noch viel Politur. Aber ich denke, wir kommen da auf jeden Fall, ja, ein gutes Setup gefunden und mit dem werde ich jetzt weitermachen. So, zurück hier beim Audi S4 B8. Ja, der erste Gang ist durch.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon echt auch eine Materialschlacht, wenn man hier wirklich diese Geschütze auffährt, die wir hier gemacht haben. Ultimate Cut auf dem Fell, beziehungsweise auf dem Hybrid-Wallpad von Sonax. Und wir reden hier schon auch nur mal, um zu verdeutlichen, wo wir hier sind. Also wir sind hier schon bei einem Anschliff von 800. Wenn ich das Wallpad mit der Ultimate Cut kombiniere und wir fahren das wirklich auf der Rota mit, wirklich fahre ich in der Stufe 1 fahre ich sehr viel Druck, ne, um wirklich den maximalen Cut zu haben, fahre es dann in der Stufe 2 bis 3 dann ein bisschen noch aus. Aber das ist schon, wie gesagt, wir reden hier von Anschliff 800. Ne? Und das hinterlässt natürlich Spuren. Zeige euch jetzt mal kurz, wie jetzt aktueller Lack aussieht natürlich. Ne? Wir haben natürlich überall Hologramme, wir haben noch Riefen drin und so weiter, gar keine Frage, ist klar. Ne? Aber das Ziel des ersten Schlages, würde ich jetzt mal bezeichnen, ist ja das, dass wir wirklich diese tiefen Dinge rausbekommen. Und wir hatten es ja am Anfang ja auch auf dem Lack gesehen, im normalen Deckenlicht, dass wir diesen extremen, ja, Verkratzungszustand einfach schon deutlich reduzieren konnten. Also wir haben wirklich schon gut was weggenommen. Dazu sei gesagt, der Lack vom Audi ist natürlich auch steinhart, muss man auch ganz klar sagen. Also ich muss auch, also was gut ist, also wir haben viel Lack. Wir haben knapp 154 bis 160 µ Lackdicke auf dem Fahrzeug, was schon mal sehr gut ist, weil wir viel Lack drauf haben. Und der Lack ist steinhart. Also wenn ich mit der Kombination, die ich jetzt hier gefahren habe, auf einem, ja, so einen mittelharten Lack gehe, dann rasiert man da schon wirklich, boah, schon einiges runter. Auf einem weichen Lack würde ich mal sagen, rasiert man alles weg. Also glaube ich jetzt persönlich, also von daher braucht man diese extreme, ja, so Auslegung der Poliermittel einfach, weil man sonst einfach dran nicht klarkommt. Also mit einer normalen Cut-Politur oder mal ein bisschen hier, was weiß ich, normale Heavy-Cut und ein bisschen hier hartes Pad, hat man hier überhaupt keine Chance. Ich habe auch kurzfristig überlegt, hier das ganze Ding einfach mal mit Abralonscheiben abzuschleifen. Habe mich aber dagegen entschieden, weil erstens mal das aus dem Kosten-Nutzen-Faktor keinen Sinn machen würde und zweitens einmal, ich jetzt wirklich denke, also ich habe es ja am Anfang ja gezeigt, wenn wir die drei Stufen so durchziehen, dass ich glaube, dass wir wirklich ein gutes Ergebnis hinbekommen werden, vor allem auf den Türen. Wo es, denke ich, wirklich schwierig wird, oder das zeigt sich jetzt schon, ist auf der Haube, auf dem Dach und auf dem Kofferraumdeckel, also einfach diese horizontalen Flächen, weil da wirklich teilweise solch tiefen Rillen, Ritz drin sind, dass es einfach Wahnsinn ist. Ne? Aber das muss man einfach mal schauen. Wie gesagt, ja, jetzt kann man noch nicht so wirklich viel sagen. Man sieht zwar schon, diese groben Geschichten sind soweit gut rausgegangen. Wir werden jetzt im zweiten Step mal schauen. Ich habe ja vorher gesagt, wir werden im zweiten Step auch wieder auf der Ultimate Cut fahren, aber auf dem Schaumstoffpad. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Rumprobieren, mal überlegen, ob wir vielleicht sogar die Dings nehmen, die Clearcut von CarPro. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Fell ist jetzt erledigt, das nehme ich jetzt weg. Beziehungsweise die Wolle. Habe auch teilweise gesagt, auch mit seiner Wolle gearbeitet, dann teilweise mit dem Hybridfell von Lake Country. Das lasse ich jetzt beiseite. Wie gesagt, den ersten großen Schlag in die Fresse hat Audi schon gekriegt, lackmäßig. Und ja, vielleicht auch noch zu den Polituren. Also die Ultimate Cut hat wirklich extrem krassen Cut und was ich einfach cool finde bei der Politur, klar, man hat hier natürlich, wenn ich jetzt hier in meinen Ausblaseimer reingucke, der ist eigentlich rot, innen ist er jetzt weiß vor lauter Lack und Politurrückstand, aber was einfach schön ist bei diesen Sonax-Polituren, was ich einfach extrem cool finde, also wenn ich jetzt eine normale Politur nehmen würde, die jetzt nicht wirklich viel staubt, aber halt ein bisschen staubt, dann wäre hier alles staubig, ne? Weil du wirklich extrem viel Staubentwicklung hätten. Bei den Sonax-Polituren durch das, dass die einfach hier diesen auf Wasser basieren, einfach mega cool. Wir haben eigentlich 0,0 Staub, wir haben einen sehr geilen Cut. Klar, Finish jetzt mit Ultimate Cut ist jetzt natürlich jetzt nicht so knaller, aber soll es ja auch nicht sein. Und wir rasieren wirklich hier gut was weg. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich top zufrieden. Auch das Sonax-Wallpad finde ich auch, das ist ja eigentlich für die Exzenter gedacht. Ich habe es jetzt mal zweckentfremdet auf der Rota. Finde ich auch super schön. Also ich habe jetzt mit dem ganzen Pad das ganze Auto mal poliert. Immer wieder ausgeblasen mit der Druckluft. Und ja, hatte einfach stetig die ganze Zeit eigentlich einen sehr guten Cut. Konnte die Rückstände super gut ausblasen. Und hat jetzt keinen
Drop in der Performance vom Pad her. Also wirklich, da soll jetzt kein Sonax Hype-Video sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ultimate Cut und auch die Perfect Finish sind aktuell wirklich meine Lieblingspolituren, weil die einfach so ein breites Spektrum abdecken, wo man echt sagen muss, mehr wie diese zwei Polituren, muss ich ganz persönlich sagen, braucht man eigentlich fast nicht aktuell. Aber wie gesagt, das ist aktuell der Stand. Ihr wisst, das ändert sich immer wieder. Es kommen immer wieder neue Sachen auf den Markt, aber aktuell finde ich die Sachen wirklich richtig, richtig geil und arbeite ich auch sehr gerne damit. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt mal schauen, im zweiten Step, was wir jetzt machen, ob wir jetzt bei Ultimate Cut auf dem harten Schaumstoff bleiben oder ob wir vielleicht sogar mal Clear Cut nehmen oder mal eine andere Schleifpaste, die werde ich jetzt mal ein bisschen rumdoktern. Wir werden aber auf jeden Fall rotativ arbeiten und mit Schaumstoff, also kein Fell mehr. Und dann schauen wir mal, ob sich diese ganz extremen Spuren schon mal ein bisschen bessern und ob wir einfach noch mal ein bisschen Cut bekommen. Und ja, ist noch ein langer, steiniger Weg am uniroten Audi S4, aber ich bin zuversichtlich, dass wir den wirklich wieder richtig gut hinbekommen. Und ja, was soll ich sagen, wir starten. So, Freunde, hier zurück am Audi S4 und ja, der Wagen ist jetzt soweit fertig. Wir haben den jetzt dreistufig poliert in der bereits erwähnten Kombination. Ab gestern auch dann noch die ganzen Beschichtungen aufgetragen, also das Max Protect UNC Pro Elite für den Lack, also die Gummibeschichtung, das Max Protect UGC für die Scheiben. Rundum zwei Schichten, Frontscheibe drei Schichten und die Felgen haben das SC3D Matte von Nanodex bekommen. Ja. So, wie sieht der Wagen aus? Der Wagen sieht eigentlich, was heißt eigentlich? Der sieht extrem gut wieder aus. Also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel reißen können. Also man bedenke sich immer den Ausgangszustand. Also wer mag, scrollt nochmal am Anfang vom Video zurück und schaut sich den Lack an, wie er da ausgeschaut hat. Also wirklich tot, muss man einfach so sagen. Also hat selber auch nicht gedacht, dass wir den jetzt wieder auf das Level heben können, wie er jetzt ist. Und ja, hat auf jeden Fall mega was gebracht. War natürlich, glaube ich, aufwendig ohne Ende. Hat effektiv, glaube ich, 5 Tage an das Auto hingearbeitet, Vollgas. Haben auch gut was an Lack gekillt, muss man auch sagen. Aber ich habe ihn nochmal durchgemessen. Also wir haben noch definitiv genug Lack übrig für die Zukunft. Also der Kunde hat jetzt nicht nur noch ein paar Mühe Lack drauf, sondern da ist schon noch gut was drauf. Konnten aber wirklich sehr, sehr, sehr viele Defekte entfernen, den Grauschleier wegnehmen, die, ja, bis auf wenige tiefere Rits, die wir dann noch teilweise drin haben, auch die Swirls und Kratzer entfernen. Klar, dass der Wagen noch hier und da ein paar Schwachstellen, Anführungsstrichen, hat, die er vorher schon gehabt hat, also vor hinten die Rittelstange, wo halt mal der Kunde selber ausgebessert hat. Dann hat er 2 relativ große Dellen drin, und könnte man aber rausziehen, wenn es wäre, glaube ich.
Türgriff haben wir auch so eine kleine Stelle, wo so ein bisschen der Lack so ein bisschen gruselig wird. Es hat auch schon ein paar Steinschläge vorne. Aber wie gesagt, der war gerade 90.000 Kilometer runter, schon einige Jahre auf dem Buckel. Und immer, wie gesagt, die Ausgangslage war definitiv in den 6 Jahren, wo ich es jetzt mache, die schlimmste, was ich mir zu erinnern kann. Und war viel Arbeit, aber bin auch gesagt auch happy, dass wir es jetzt so gut hinbekommen haben. War auch mal wieder eine richtige Lack-Herausforderung. Ne? Also nicht nur immer in Anführungsstrichen Neuwegen oder neuwertige Sachen zu machen, sondern wirklich auch mal wirklich zu buckeln beim Polieren, um wirklich da wieder das Maximum rauszuholen. Das, denke ich, ist ganz gut gelungen. Ja, der Wagen wird jetzt dann gleich abgeholt werden. Leider etwas regnerisch, bewölkt draußen, aber der Simon hat da mitgedacht und gestern Abend dann noch nach dem Auftrag vom Elite noch Bilder gemacht, also ein Video gemacht in der Sonne, beziehungsweise ja, untergehende Sonne, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, man kann den Glanz des Wagens jetzt doch ganz gut erkennen. Und ja, wenn man sich das mal im Verhältnis setzt zu der Ausgangsbasis, ja, bin ich schon auch stolz drauf, dass wir das gut regeln konnten. Ja. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt hier beim Video mal so einen Einblick bekommen, was gemacht wurde. Klar, es musste jetzt ein bisschen komprimieren natürlich, weil erstens mal viel zu tun war und zweitens mal ich nicht wieder so ein 40-Minuten-Video reindrücken wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr eine Frage habt zu dem Video, gerne unter das Video kommentieren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder wenn ihr noch kein Abonnent seid, auch ein Abo da lasst. Würde mich sehr freuen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal hier aus der ZS Lost Factory. Ciao. Thank you.